Hey, in diesem Video zeige ich euch, wie ich Burger mache. Als Beilage gibt es Pommes und ich mache zusätzlich noch Zwiebelringe. So, als erstes die Pommes. Dafür brauchen wir ein Schneidbrett, eine Schüssel, ein Messer und Kartoffeln. Dann gebe ich heißes Wasser in die Schüssel und schneide die Kartoffeln in die typische längliche Form und lege sie in das heiße Wasser. Das lasse ich mindestens eine Stunde lang stehen. Für den Speck rühre ich zuerst eine Soße an. Dafür brauche ich Zwiebel und Knoblauch. Beides schneide ich klein und gebe es in ein kleines Gefäß oder eine Schüssel. Dann kommen noch Sojasauce, Hefeflocken, Ahornsirup, Öl, Pfeffer, Paprikapulver und ca. 5 Tropfen Liquid Smoke dazu. Das Ganze rühre ich dann kurz um. Ich habe mir vor mehr als einem Jahr eine kleine Flasche Liquid Smoke gekauft und sie ist noch nicht einmal halb leer. Man braucht immer nur ein paar Tropfen, weil das Ganze sehr ergiebig ist. Für mich sind Liquid Smoke und Hefeflocken auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Dann lege ich 2 Scheiben Reispapier übereinander und schneide sie mit einer Schere in Streifen. Diese weiche ich im Wasser ein und dann mariniere ich sie mit der Soße und lege die Streifen auf ein Blech. Das Ganze backe ich dann für ca. 5 bis 8 Minuten bei 180 Grad. Dann kommen wir zu den Zwiebelringen. Dafür ist natürlich die Hauptzutat eine Zwiebel. Ich schneide die Zwiebel in Ringe und nehme diese dann auseinander. Zum Panieren vermische ich Mehl mit etwas Sojamilch, so dass das Ganze eine dickflüssige Konsistenz hat. Dann kommen die Zwiebelringe zuerst in den Teig und dann in die Semmelbrösel. Diese lege ich dann auf einen Teller. Als erstes frittiere ich die Pommes. Dafür lege ich sie auf ein Küchentuch und trockne sie ab, bevor ich sie frittiere. Wenn sie fertig sind, kann man sie im warmen Rohr oder einer Heißluftfritteuse warmstellen. Als nächstes kommen die Zwiebelringe. Während ich die Zwiebelringe frittiere, richte ich alle Zutaten her, die ich für den Burger brauche. Den Käse, den habe ich in diesem Fall gekauft, dann Salat und den Speck, der inzwischen fertig gebacken ist. Dann habe ich noch Fleischpatties gekauft. Auf die lege ich den Käse und lasse sie kurz im Rohr, damit der Käse etwas weicher wird. Auf das Brötchen gebe ich etwas Barbecue-Soße, dann Salat, den Fleischersatz mit Käse, den Speck und die Zwiebelringe. Am Ende gebe ich noch einmal etwas Barbecue-Soße drauf. Ich habe bei meinem auch noch Tomaten hineingegeben. Das Ganze habe ich dann nur noch mit den Pommes auf einen Teller angerichtet und schon kann man das Ganze genießen. Für den Speck braucht man eine geschnittene Zwiebel, einen geschnittenen Knoblauch, 3 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Hefeflocken, einen Esslöffel Ahornsirup, einen Esslöffel Öl, Pfeffer, einen halben Teelöffel Paprikapulver, 5 Tropfen Liquid Smoke und natürlich Reispapier. Und für den Burger braucht man Burgerbrötchen, Barbecue-Soße, Salat, vegane Fleischpatties, veganen Käse, Zwiebelringe, Speck und Tomaten. Und als Beilage Pommes. Das Ganze belegen und einfach nur noch genießen. Ich habe mit den Pommes angefangen, weil sie ja eine Stunde eingelegt werden. Den Speck habe ich erst ins Rohr geschoben, als die Zwiebelringe schon fast fertig waren. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch ein Burger am besten schmeckt und welche Beilagen euch am liebsten sind. Ich finde Süßkartoffelpommes auch sehr lecker. Das Rezept findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf meinem Instagram-Account. Bis bald, ihr Lieben!